Schön, dass wir da sein. Da sind wir auch wieder bei Medieval Dynasty. So, ich habe das Essen kurz gebrutzelt, auch schon gegessen. Drei Suppen sind noch übrig. Das reicht jetzt aber erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir schnell die Näherei fertig. Und dann kümmern wir uns weiter um Alvin. Wir müssen ja auch wieder mit ihm sprechen. Ich möchte nur einmal ganz kurz schnell, ihr kennt es ja, weil ich habe echt Angst, dass denen das Brennholz ausgibt, sonst werden die wieder totunglücklich. Nach dem Brennholz gucken. Nahrung brauche ich jetzt nicht gucken, da kommt momentan so viel rein, dass ich da jetzt nicht die Probleme habe. Aber Brennholz, guck, jetzt haben sie mich nur noch 19. Zum Glück bleibt immer ein bisschen Rundholz über vom Holzfäller, sodass ich das gleich zu Brennholz verarbeiten kann. Aber ich muss trotzdem die Näherei fertig machen. Und da muss ich gleich mal gucken. Ich vermute mal, wir brauchen Rundholz, Stöcker und natürlich Stroh, was ich, glaube ich, auch hier ins Ressourcenlager gesteckt habe, oder? Und es tut mir leid, wenn ich zwischendurch mal niesen oder husten muss. Ich versuche es zu unterdrücken, so gut wie es geht. Ich habe mir irgendwie einen aufgesackt. Hier, die Federn können da rein. Die auf jeden Fall, habe ich auch schon so viele von 170 Federn. Die Stöcker behalte ich mal, die brauche ich eh gleich. So, gut, da ist schon wieder Rundholz drin. Jetzt haben sie zumindest erstmal wieder 35 Brennholz. So, Näherei, die habe ich ja da vorne hingestellt. Felder sind drauf, das haben wir letzte Folge gemacht. Die sind erst in der nächsten Jahreszeit fertig. Hämmerchen in die Hand und wir brauchen natürlich Stöcker und Rundholz. Stöcker habe ich jede Menge. Was mit dem Rundholz ist echt. Wird Zeit, dass die Bäume hier nachwachsen. Aber da sagte ich ja auch schon, da bin ich mal gespannt. Manche sagen alle 2 Jahre, manche alle 3 Jahre. Da wir ja schon fast in der dritten Jahreszeit sind, bin ich mal gespannt, ob sie nachwachsen. So. Wir müssen natürlich gleich noch. Ne, haben wir, glaube ich, schon gemacht. Naja, das ging schief, das haben wir in der letzten Folge gemacht. Mit Alruna quatschen, aber das hat sich erstmal erledigt. Dann müssen wir am nächsten Tag machen. Ich bin nur froh, dass wir jetzt nicht mehr erfrieren. So, wir brauchen wir so ein paar mehr Rundhölzer. Den Baum da noch mit. Und ich muss auch mal gucken, wir kommen ja auch irgendwann so weit, dass wir Lehm und Bergbau und sowas brauchen. Was läuft hier? Ach, das ist die Musik. Irreführende Musik, naja, gut. Ich dachte gerade, hier kommt irgendwie ein Wildschwein oder sowas. Da ist die Axt zerbrochen, gut, dann haben wir jetzt nur noch eine Axt. So, jetzt dürfte ich auch wieder leicht. Na, noch nicht, aber noch ein Baum, dann bin ich wahrscheinlich überladen. Ich verarbeite das jetzt erstmal. Jetzt kommt die gute Näherei. Ich hoffe, wir können so ohne weiteres Leinenfaden machen. Nicht, dass wir dafür auch noch etwas brauchen, was wir nicht haben. Werde ich sehen. Erstmal die Stöcker rein. Rundholz rein. Zack. Hier genauso. Stöcker rein und Rundholz rein. So. Hier ebenfalls. So, die Wände haben wir schon fertig. Die Näherei ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Hier ist Stroh und Rundholz. Gut, Rundholz kann ich schon mal rein. Dabei auch noch ein Rundholz. So, hier ebenfalls. Ein Rundholz fehlt mir. Ein einziges. Ah, ich glaube, ich brauche eh Stroh. Ich glaube, da hatten wir noch eins im Ressourcenlager. Und Stroh haben wir da auch drin. Mal gut, so Lugi-Lugi machen. Ja, gut, für Stroh ist nicht viel. Entweder habe ich noch was zu Hause in der Kiste oder ich habe alles verkauft. Ich weiß es nicht. Nehme ich mal ein Rundholz mit. Zack. Dann gucke ich mal kurz in meine Hüte. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen Stroh sammeln. Das ist ja nur auch nicht das Problem. Irgendwie ist mein Haus das Einzige, was verkehrt rumsteht, ne? Stroh. Ja, oh Gott, jede Menge Stroh. Das soll hier ja gar nicht rein. Das soll ja eigentlich ins Ressourcenlager. So. Bauen wir erstmal das fertig. So, Stroh rein. Hier ebenfalls. Und hier fehlt auch noch das Rundholz. So. Hier noch. Fehlt auch noch ein Rundholz. Jo, das Hammerschwingen ist so anstrengend, Junge, ne? Ich habe das hier vorne nicht gesehen. Ein Rundholz zu wenig, okay. Hier fehlt noch ein bisschen Stroh. Ich stinke. Wovon das denn auf einmal? Ah, wir können ja gleich baden. Von der Arbeit jetzt, oder was? So, und hier fehlt noch ein einziges Rundholz. Und dann ist das Ding fertig.
Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Habe ich auch noch dafür, brauche ich jetzt keinen Baum fällen. Habe ich da vorne noch im Lager. Einmal kurz baden, um den Gestank ein bisschen zu überdecken. So, Gestank ist weg. Ich weiß, man kann die Baumstumpfe ausbuddeln. Dafür brauche ich aber erstmal eine Scheune. Schaufel. Da kommt auch Rundholz raus. Ja, guck, wie schnell das hier weggeht, ne? So, zwei sind doch schon wieder drin. Eins brauche ich nur. Dankeschön. Stroh kann ich schon wieder wegpacken. Das brauche ich definitiv nicht mehr. So, Rinder. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir da jetzt den letzten Schlag und dann haben wir die Näherei fertig und dann kann ich nach dem Faden gucken. Näherei fertig. Sehr schön. So, Faden ist wahrscheinlich hier, ne? Leinenfaden. Ah, muss ich erstmal kaufen, das Rezept. Ich brauche dafür aber auch Flachshalme. Okay. Moment. Technologie. Ressourcenlager, einfaches Haus, Jagdhütte, Fischerhütte. Hühnerstall haben wir noch nicht frei, ne? Ne, nicht ganz. Taverne, Schmiede, Näherei 2. Hier müsste das sein. Da ist doch ein Leinenfaden. Wenn ich das einmal kaufe, ich meine, Geld habe ich ja ein bisschen. So. Dafür brauche ich jetzt echt Flachs, ne? Ja. Flachshalme. Ich vermute mal, wir haben da hinten im Dorf bei Dagobert ja eine Näherei. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da Flachs zu kaufen gibt. Da werde ich gleich sofort gucken. Ich habe bloß gerade ein bisschen Angst um mein Brennholz. Ich werde mal kurz... Ich weiß nicht, ob ich da hinten noch was drin habe. Das habe ich ja selber reingepackt. Weil mir wird es ja so langsam echt ein bisschen kahl mit den Bäumchen. Ja, hier sind noch drei drin. Gut, die drei Rundholz nehme ich mal mit. Zusammen mit dem Rundholz, was im Ressourcenlager liegt, mache ich noch mal kurz ein bisschen Brennholz. Und dann gehen wir einmal kurz rüber zu Dagoberts Dorf. Und gucken, ob wir da irgendwie Flachs gekauft kriegen. Und dann muss ich auch mal gucken, wann man es anbauen kann. Das muss ich mich, glaube ich, genau wie mit dem Roggen in der Scheune dreschen. Ja, hier liegen auch schon wieder zwei, vor allen Dingen 100 Stöcke. So, dann habe ich zumindest ein bisschen Rundholz. Daraus mache ich dann jetzt nochmal schnell Brennholz. Das darf auf keinen Fall ausgehen. Das haben wir doch selber schon erlebt. Die werden sowas von todunglücklich. Und verweigern dann die Arbeit. Im schlimmsten Fall hauen sie sogar ab. Das darf definitiv nicht passieren. Alvin muss halt bis zum nächsten Tag warten. So. Das denn da rein, das Gute? Ah, sind zumindest wieder 20 Stück. So, dann haben sie jetzt 45. Sollten welchen reichen. Dann einmal kurz rüber nach Dagobert. Dann nehme ich aber gerne wieder ein paar Sperre mit. Weil ihr wisst ja, Wildschweingefahr. So, ein Speer habe ich einstecken. Ah, komm, dann nehme ich die zwei noch mit. Die sind eh fast kaputt. So. Drei sollten reichen. Zack. Denn einmal kurz nach Dagobert, das war ja gleich da vorne. Jo, weit weg sind, so weit weg sind wir jetzt nicht von Dagobert. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir es gleich wieder, wenn wir bei Dagobert angekommen sind. Bis gleich. Schön, schön, da vorne ist Dagoberts kleines, bescheidenes Häuschen. Na, so ein Häuschen auch, aber sein Dörfchen, wollte ich sagen, zu sehen. Vor allen Dingen, ja gut, das war ja seine Quest. Ich hoffe wirklich, dass es irgendwann mal nachwächst. Erstmal, wo ist die Schneiderdame? Wahrscheinlich hier drin. Das war ja Dagoberts Frau. Ich pack mal den Speer weg. Das war ja nur sicherheitshalber, falls Wildschweine kommen. Kamen aber nicht. Genau, sie war das. Mathilda, zeig mir mal deine Ware. Hast du Flachs? Ja, sogar Flachshalme. Aber wäre Flachs selber nicht besser? Das könnte ich selber dreschen. Und dann kriege ich gleichzeitig Körner und Halme raus, ne? Wenn ich es richtig sehe. Leinfäden verkauft ihr auch nicht. Okay, ich kaufe mal ein bisschen Flachs. Mehr als 10 Stück hat sie auch nicht. Oder mehr als 10 Stück kann ich mir, glaube ich, nicht leisten, ne? Ich meine, das kann man ja vermehren. Von Anfang reichen 5. Jo. Sehr schön. Das muss ich, glaube ich, erst dreschen, bevor ich das anpflanzen kann. Und ich weiß auch gar nicht, wann ich das anpflanzen kann. Müsste ich mal gucken. Ich werde... Wird hier verkauft ja irgendjemand Dünger? Also sie wird's nicht. Ansonsten ist ja nur noch Dagobert, ne? Hat Dagobert denn Dünger?
Jo. Ich nehme mal ein bisschen Dünger mit. Ich nehme mal 16 Stück mit, dann habe ich zumindest gleich was für den Frühling. Oder warte mal, im Frühling müssen eh noch Zwiebeln rauf und so weiter und so fort. Ich nehme mal 32 mit. Zwar das meiste Geld weg und wir müssen auch Steuern zahlen. Aber 257 haben wir noch, wir werden es ja sehen. Ich kann ja auch noch ein bisschen was zu Geld machen, so ist es nicht. So, sind hier vielleicht irgendwelche Neuankömmlinge oder sowas? Ein einziger. Die Ildefonsa. Okay, hast du einen Moment Zeit? Hast du gerade den Adligen gesehen? Minus zwei, gut, hat sich erledigt. Schissi! Dann würde ich sagen, mache ich mich erstmal auf den Weg nach Hause. Dresch einmal kurz die fünf Flachs. Bin mal gespannt, wie viele Körner da rauskommen. Ich nehme die mal wieder in die Hand. Und dann müssten wir auch sehen können, wann sich das Ganze anpflanzen lässt. Ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt im Winter überhaupt anpflanzen kann. Ich laufe gerade den falschen Weg. Ich muss in diesen Weg. So, also, bis gleich. Schön, schön. Da ist schon das Dörfchen. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das hier vorne ist auch gleich die Scheune. Können wir gleich loslegen mit dem Dreschen? Und bei fünf Dingern dürfte es jetzt nicht allzu lange dauern. Was ist denn das hier eigentlich? Wieso wächst hier Busch durch meine Treppe? So, aber hier ist die Scheune. Einmal kurz den weg. Dreschboden. Flachsamen. Genau. Da machen wir gleich mal alle fünf. Das dürfte nun wirklich nicht lange dauern bei fünf Stück. Ja, da kommen Halme raus, schön und Samen. Gut, waren wahrscheinlich nur fünf Samen, oder? Ja. Fünf Halme, fünf Samen. Aber die können wir anpflanzen, können wir es vermehren. Ein Au Samen zur Aussaat kann auf dem Dreschplatz in der Scheune hergestellt oder gekauft werden. Kann im Frühling gesät und im Sommer geerntet. Alles klar, müssen wir auch im Frühling machen. Aber wir haben zumindest schon mal ein paar Halme, die wir hier zu Leinenfaden machen können. Ah. Gut, ich habe nicht genug Halme, aber der muss das warten, bis ich es auf dem Feld habe. Komm, dich nehmen wir auch mal mit, ne? Du stehst hier jetzt schon so lange rum, sonst ist es bald vergammelt. So. Packe ich das mal kurz in die Kiste. Der Flachshalm kommt da rein. Zack. Also Leder kommt gleich da hinten rein. Das kann auch erstmal rein, das brauche ich auch erst im Frühling. Ah, nicht genug Platz, okay. Hier diese Gammelzwiebel, warte mal, die nehme ich mal raus. Passt vielleicht der eine noch rein. Das Leder soll ja eh nicht da hinten, aber ich wollte auch die Samen da reinmachen. Ah, ja, die Kiste ist einfach nicht. Gut. Die Samen, ich packe sie ins Lebensmittellager, aber es wird mir ja wohl keiner die Samen wegfuttern, hoffe ich mal. Aber hier ist eh so viel Gummi. Das müsste ich auch alles mal verkaufen. Eigentlich müsste ich das braten und dann verkaufen. Da wir im Moment ja ein bisschen Zeit haben, weil das wird ja noch schlechter im nächsten. Fliegenpilz, gebratenes Fleisch. Das futtern die sogar auf. Kohlsamen sind hier auch schon. Ja, die Samen können hier rein. Okay. Erstmal das Fleisch da mit drin. So, die Suppe brauche ich selber. Ich weiß nicht, was ich mit der Zwiebel machen soll. Also Leder kommt hier definitiv nicht rein. Die Leinsamen, ja. Die Stöcker kommen eigentlich da hinten ins Ressourcenlager. Was soll ich denn jetzt mit der Zwiebel machen? Die ist weggegammelt und nichts mehr wert. Die will ich ganz bestimmt nicht essen. Kann ich die so wegschmeißen? Aber so bleibt die wahrscheinlich liegen, ne? Ah, mal gucken. Das werden wir sehen. So. Leder, Stöcker packe ich da noch mit rein. Ja, dann haben wir das Wichtigste ja erstmal geschafft. Dann würde ich sagen, reden wir jetzt mit Alvin. Dann haben wir erstmal alles. Brennholz haben die noch 34. Das wird wohl hoffentlich zumindest für heute reichen. Die Stöcker können noch mit rein. Aber bevor ich nach Alvin gehe, ich würde gerne schon mal ein bisschen Geld scheffeln, weil, wenn ich mal so gucke bei Management, Steuern zeigt er hier schon 485 an und das werden wahrscheinlich noch mehr im Frühling. Und wir müssen im Frühling ja schon Steuern zahlen. Halt, hier wollte ich ja gar nicht hin. Das könnte man noch rein theoretisch zu ein bisschen Essen machen, ne? Wenn ich hier mal das ganze leicht angegammelte Fleisch mitnehme. So. Das waren jetzt 54 Stück, oder? Jo. Und der Kohl ist ja auch nicht mehr das Beste. Wenn ich jetzt nochmal 54 Kohlen mitnehme. So. Bin ich zwar leicht überladen. Und das Ganze zu Hause mal eben schnell zur Kohlsuppe mache. Davon kann ich einen Teil verkaufen und einen Teil behalten, weil ich brauche ja auch ein bisschen was zum Essen. So mache ich doch wieder ein bisschen Geld. Einmal kurz das Feuerchen entzünden.
Na, einmal die Fackel weg, mein Freund. So. Und zwar genau. Müssten doch 54 rauskommen. Es dauert zwar jetzt ein Weilchen. Daher würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das fertig ist. Und das verkaufen wir dann gleich mit im Dorf. Schlangenwerksphase 2, Fliegen meiner Klappe. Wir verkaufen schon mal Geld für die Steuern, da müssen wir ja dran denken. Wir verkaufen Geld allein schon. Wir verkaufen Sachen, um Geld zu kriegen für die Steuern. Und erledigen auch gleich das mit Alvin. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn er hier fertig geköchelt hat. So, da macht er gerade die letzte Suppe. Das passt auch. Wir müssen selber auch was essen. So. Aber jetzt ist es inzwischen so dunkel geworden. Wir sind schon mitten in der Nacht. Das Kochen hat jetzt echt so lange gedauert, dass wir wohl am nächsten Tag nach Alvin gehen. Das hat jetzt so auch keinen Sinn mehr. Wir haben ja noch einen Tag Zeit, aber ich werde kurz was essen. So. Das dürfte gut Geld bringen. Wir haben 55 Suppen, sind dadurch aber auch leicht überladen. Aber habe ich dann noch irgendetwas, was ich vielleicht erstmal im Moment nicht brauche? Ah, die Schwere. Aber ich glaube, jetzt auf dem Weg nach Alvin da hinten hin. Naja, ich weiß nicht, was Alvin will. Ich nehme die lieber mal mit. Naja, ansonsten hätten wir nichts. Gut, legen wir uns erstmal schlafen. Zack. Sonst ist es wieder stockdunkel. So, wir sind im letzten Wintertag. Dann mache ich noch einmal den schönen Gang. Oh, wir sind echt total überladen. Ins Ressourcenlager wegen, ja, ihr wisst schon, Brennholz. Die verbrauchen das ja echt, die verbrauchen das wie andere Leute ihre Smarties. Es sind einfach zu viele Suppen, die wir jetzt einstecken haben, aber die sollen ja verkauft werden. Also, so, guck, Brennholz hat noch 23 drin. Gut, dann mache ich schnell die 4 Rundholz hier noch zu Brennholz. Das geht ja rucki zucki. Zack. Dann haben sie zumindest noch mal ein bisschen was. Dürfte uns zwar jetzt komplett überladen. Jupp, da sind wir komplett überladen, aber wir sind ja wie immer. Hat schon guten Grund, warum ich das immer direkt vor der Kiste mache. So, Truhe öffnen. Mal Brennholz wiegt hier anscheinend Tonnen. Rinn damit. So, und habe ich nicht irgendetwas, was ich hier erstmal zwischenlagern kann? Ja, ich würde sagen, warte mal, ich würde sowieso gerne ein paar Süppchen behalten. Ah, jetzt nicht so viele, aber wenn ich 8 Suppen behalte, die kann ich ja erstmal hier in die Kiste legen. Ah, vielleicht ein Süppchen mehr. So. Ja, jetzt bin ich nicht mehr überladen. Sehr schön. Die 46 Suppen verkaufe ich dann. Die 9 sind dann meine zum Essen. Die hole ich mir dann wieder raus, wenn ich wiederkomme. Dann will ich einmal nur kurz bei unserer guten flirten. Wir haben ja den nächsten Tag. Und nach Essen gucken. Ah, 3 gebratene Fleisch. Naja, du brätst nicht viel, meine Dame. Aber das kommt schon noch. Möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Du scheinst sehr leistungsfähig zu sein. Du siehst stark wie ein Wildschwein aus. +2, sehr schön. Möchte nur noch mehr sagen, schöne Frau. Ich bewundere deine Hingabe an deine Arbeit. Dafür verdienst du höchsten Lob. +5, wir sind schon mal 57% Zugeneigung. Möchte dir noch mehr sagen, schöne Frau. Ah, da ist wieder das mit dem Wildschwein. +2, das klappt bei ihr immer. Jetzt will sie erstmal nachdenken. Gut, auf 59 haben wir sie schon. Geht voran. Sehr schön, das kann da bleiben, die 3 gebratenen Fleisch da. Würde ich sagen, machen wir uns auf dem Weg Richtung Uni. Verkaufen den ganzen Kram. Sprechen mit Alvin. Mal sehen, was er jetzt wieder will. Dann machen wir uns auf den Weg. Und da sind wir auch schon da. So. Alvin scheint sogar gleich hier vorne zu sein. Komischerweise, jupp, er ist mal nicht auf dem Feld, ausnahmsweise mal, er ist da raus. Ich gehe aber einmal kurz zur, ich dachte, das wäre die Adeline. Hier ist die Adeline, ne? Jupp. Zeig mir mal deine Ware, ich will nur was loswerden bei dir. Und zwar jede Menge Süppchen. Hast du was für deine Tochter? So, dann sind wir bei 901, also die Steuern können wir definitiv bezahlen. Sehr schön, so, dann gehe ich mal kurz zu Alvin rein. Hallo Alvin. Hallo. Oh, ich kann etwas Feuer in deinen Augen sehen. Worüber denkst du so intensiv nach? Wir können eine Zielscheibe fürs Bogenschießen bauen. Willst du dabei helfen? Sicher, habe ich eine Wahl? Ich werde diese Frage ignorieren. Ich kann uns ohne Probleme Stroh besorgen. Aber wir können ein paar Holzscheite und einen Hammer verwenden, um es zu bauen. Mehr brauchst du nicht sagen. Ich komme mit dem Rest zurück. Okay, 5-mal Rundholz, 1 hölzernen Hammer. Du willst doch nur meinen Hammer. Das ist mein guter Hammer von Onkel. Den kriegst du nicht. Okay.
Ja, dann besorgen wir mal. Kann ich das hier mopsen? Nein. Dann nehme ich den Baum da. Das kriegen wir hin. Ah, vor allem so langsam kommen wir echt mal an Kohle. Das ist schön. Stört doch keinen, wenn ich hier die Bäume fällt, oder? Hoffe ich mal. So, eins, zwei, hallo. So, hier wäre drei und vier. Ich brauche aber fünf. Ah, gut. Nimm noch ein Bäumchen mit. Ich muss ja eh noch einen zusätzlichen Hammer bauen, weil sonst habe ich keinen Bauhammer mehr. So. Stöcker kommen auch wie immer raus. Zack. 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 So, der baue ich schnell einen neuen Hammer. Guck, der braucht nämlich auch nur Rundholz. Und Stöcker, passt das doch? Sehr schön. So, Alvin, mein Freund. Bist du noch da oder hast du dich schon wieder verkrümelt? Nee, da ist er. So, Alvin, bitte sehr, wie geht's weiter? Ich kenne einen guten Orb, um es zu bauen. Folge mir. Okay. Ich gehe aber nicht draußen und durch die Gegend ohne Sperne hin. Wo willst du mich denn hin entführen, Alvin? Ich hoffe doch mal, dass du jetzt nicht von mir verlangst, dass ich einen Bogen mitbringe. So weit bin ich noch nicht. Das kommt alles noch. Tja, Alvin, ich würde dir jetzt gerne sagen, wo kein Schnee liegt, kann man Gas geben. Aber leider liegt Schnee, da passt es nicht so ganz. Aber ich könnte dir hier... Pieks? Na, so mies bin ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so realistisch gemacht ist. Nicht, dass die Dorfbewohner der Stickies sind, weil ich sie alle verletzt habe. Lass ich doch lieber mal bleiben. Ah, wo will der Gute denn hin mit mir? Alvin? Oh, gleich um die Ecke? Hier vor der Tür oder was? Sprich mit Alvin, sagt er. Ja, erstmal muss ich ja wissen, wo Alvin hin will. Willst du nicht durchs Wasser, oder? Ne, hier passt das doch. Sprich mit Alvin. Okay. Hier wird es perfekt sein. Was denkst du? Ja, ein recht guter Ort. Wie geht's weiter? Als nächstes werde ich das Schießen üben. Wenn du Zeit hast, kannst du mir zeigen, wie du es machst. Du bist definitiv besser darin. Mir ist nicht gesagt, ich habe noch nie mit dem Bogen geschossen. So, sprich mit Alvin. Hallo, in Ordnung, mein Lehrling. Seh zu und lerne. Ich denke, 20 Meter vom Ziel sind genug, mein Meister. Da ist die Zielscheibe, aber ich habe keinen Bogen. Oder habe ich es eingekriegt? Nein? Weit bin ich doch noch nicht. Bleibt Alvin jetzt hier stehen, bis ich einen Bogen habe? Tja, Alvin, da musst du warten. Ich habe im Moment keinen Bogen. Ich hoffe doch, dass die Quest jetzt nicht fehlschlägt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, das ist ja eigentlich Hauptquest. Weil ich habe noch keinen Bogen. Und ich kann hier auch keinen kaufen. Und vor Sommer kriege ich auch keinen Bogen. Weil ich ja erstmal den Flachs brauche. Und den kann ich erst im Frühling anbauen und ist erst im Sommer fertig. Ich könnte mir zwar Flachs kaufen, ich will jetzt aber nicht noch mehr Geld ausgeben. Ich hoffe mal, dass Alvin da so lange wartet bis zum Sommer. Das wusste ich nicht, dass sowas kommt. Sonst hätte ich mit der ganzen Quest gewartet, bis ich einen Bogen habe. So weit bin ich in der Tat noch nicht. Gut, dann marschieren wir erstmal nach Hause. Machen wir jetzt ausnahmsweise mal zusammen, weil so weit ist es nun wirklich nicht. Weil hier hinter den Bäumchen sind ja schon unsere Ortschaften. Da können wir eigentlich auch mal einen kurzen Abstecher zum Wasser machen. Und dann will ich mal was gucken, weil wir können ja, glaube ich, schon eine Fischerhütte bauen. Ich möchte sowieso mehr Angestellte haben. Da fällt mir was ein. Ich wollte mal was überprüfen. Wie ihr sagtet, dass die besser werden mit der Zeit. Scheint aber zu stimmen. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie viel die hatten. Also die hatte definitiv 6 auf Jäger. Da ist nichts hochgegangen. Aber ich meine, die anderen hatten weniger. Bin mir aber nicht ganz sicher. Gut, die Alrune hat nur 1 zum Herstellen. Deswegen stellt ihr auch so langsam her. Hoffentlich wird das mal höher. Ich weiß es aber nicht, ob das wirklich höher geht. Ist halt immer so eine Sache. Meine Sammlerin hat ja jetzt im Winter auch nicht viel zu tun, außer ein paar Federn zu sammeln. Die Federn, Felder, ja, die sind soweit fertig.
Richtig was machen können wir eigentlich erst wieder im Frühling. Und ich glaube, Hühnerstall oder sowas kann ich noch nicht bauen, oder? Aber ich kann, glaube ich, ein größeres Haus bauen. Einfaches Haus, einfaches... Wo ist denn da der Unterschied zwischen Häusern? Passen da mehr Leute rein oder ist einfach nur die Kiste größer? Ich würde gerne mal so ein größeres Haus bauen, nur um das zu testen. Weil ich habe bis jetzt ja nur kleine. Ich glaube, das werde ich auch mal tun. Das klatsche ich denn hier vorne hin. Da werde ich dann einziehen und das andere, was da hinten steht, bleibt dann frei für Mitarbeiter. Nehmen wir mal kurz 8 Rundholz. Das kann man jetzt mal sehr gut ausprobieren, wenn man mal ein bisschen Zeit hat. Passt das alles? Hier kommen eh nur 2 raus. So, zack. Also aus den Birken kommt zwar nur 2 Holz, aber mir ist aufgefallen, mehr Stöcker. So, und 8 brauche ich, ne? Federn, ja gut, ich mit meinen über 100 Federn brauche ich jetzt nicht unbedingt Federn, aber meine Sammlerin schleppt die halt en masse an. Aber ich glaube, wenn man später regelmäßig mit dem Bogen unterwegs ist, dann ist man froh über jede Feder, vermute ich mal. Das waren jetzt 4 Holz. Da liegt auch schon wieder eine Feder. Aber wenn ich die hier liegen lasse, sammelt, glaube ich, meine Sammlerin die auch mit weg, ne? Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, das wären 6 Rundholz. Gut, eine Birke noch. Den halben Tag haben wir ja auch schon rum. Mensch, haben wir gut was geschafft diesmal. So, hier, du kommst noch mit. So langsam komme ich auch einigermaßen rein ins Spiel. Natürlich brauche ich mehr Mitarbeiter, das ist klar. So, da ist die Taverne. So weit vom Schlag will ich nur auch nicht wohnen, aber... Ich hätte mein Häuschen schon gerne in der Nähe, aber nicht direkt im Dorf. Da kriege ich es, glaube ich, nicht hin, wegen den Steinchen, oder? So, wenn ich das normale, einfache Haus baue. Ah, es ist schon eine Ecke größer. Ah, es würde hier sogar passen. Ja. Geh ich mal kurz auf den Hammer. Hammer. Ich hatte mir doch einen neuen gebaut. Danke. Einmal auf die 1. So, und das braucht wahrscheinlich jetzt jede Menge. Naja, Rundholz, Stöcker. Ich pack schon mal die Stöcker rein. Rundholz habe ich jetzt nichts mehr. So, hier kommen noch Stöcker rein. Weil ich gerade so viele Stöcker einstecke. Da kommen noch Stöcker rein. Hier ebenfalls. So, da auch. Gut, die Stöcker werden auch nicht reichen, aber so habe ich schon mal einen großen Teil raus. So, da gehen noch welche rein. Genau wie hier. Naja, jetzt werden die Stöcker nicht mehr reichen. So, mehr Stöcker habe ich nicht. Naja, gut. Oh, ein bisschen Holz hacken. Ich weiß, dass das hier alles Birken sind und dass da nur 2 Holz rauskommen. Aber... Die stehen nun mal auch hier. Ich kann ja jetzt nicht immer nur die großen Bäume rausgucken. Dann haben wir irgendwann nur noch Birken stehen. Das geht ja auch nicht. Im Grunde genommen will ich eigentlich nur wissen, wo der Unterschied zwischen größeren und kleinen Haus liegt. Zack. So, du kommst mit. Dann nehme ich den hier nochmal. Und ich will da hinten halt nichts mehr wegholzen, weil sonst arbeitet wahrscheinlich mein Holzfäller nicht mehr. Stand ja damals im Text, dass er nur 50 Meter Reichweite hat. So. Du kommst mit. Du kommst mit. Hier, die Federn kommen mit. Und dann nehme ich noch ein Bäumchen. Na gut, jetzt ist auch schon vorbei mit Birken. Naja, da sind noch Birken. Nehmen wir halt zur Abwechslung noch mal ein Ahorn. So, Stöcker brauche ich eh noch ein paar. Nehmen wir mit. So. Oh, Grabungsschuppen freigeschaltet. Sehr schön. Nice. So. So, Stöcker dürften wir inzwischen auch wieder ein paar einstecken haben. So, und jetzt bin ich hier überladen. Nein? Okay. Sehr schön. Das stopfe ich jetzt trotzdem erstmal rein. Hier fehlt ja nur noch 2 Rundholz. Hier fehlt 1 Rundholz. Da fehlt auch nur noch 1 Rundholz. So, genau wie hier. Da. Hier fehlt noch Stöcker und Rundholz. So. Auch Stöcker.
Ja, Rotholz habe ich schon wieder nichts mehr, aber Stöcker kann ich noch ein paar reinklatschen. So. So, hier ist... Da brauche ich Rundholz und Stroh, okay. Das Dach besteht, glaube ich, aus 3 Stücken pro Seite, ne? Also, das Dach sind 6 Rundholz. Hier sind 7, 8. Brauche ich drin noch was? Nein. Also 8 Rundholz noch. Ein paar Stöcker und Stroh. Sehr schön. Na, wie Stöcker brauche ich gar nicht, ne? Nicht mehr viele zumindest. So, ich glaube, die kriege ich da aus dem Bäumchen mit raus. Denn bist du nochmal dran, mein Freund. Federn! So. Der hüpft aber gut durch die Gegend. Du kommst nochmal mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Das wären jetzt 4, ne? Du kommst mit. Genau. So, dann bräuchte ich nochmal so ein Ahorn. Dann habe ich die 4. Die 8. Oh, meine Axt macht auch nicht mehr lange, aber ich hoffe, das reicht noch. So, und Stroh habe ich eine jede Menge bei mir im Ressourcenlager. So. Da müsste ich einfach mal kurz hinstratzen. Und ich glaube, das habe ich schon gesehen im Management, man kann auch selber in andere Häuser einziehen, also... Dürfte das jetzt eigentlich nicht mehr so das Riesenproblem sein, dass ich das andere dann später für Mitarbeiter nütze? Ressourcenlager, da hatte ich doch Stroh drin, ne? Ja, 99 Stück. Ah, oha. Brennholz muss ich mich gleich ganz drum kümmern. Alter, nur noch 11 Brennholz. Ja, wenn man mal einmal einen Tag nicht aufpasst. Als wenn die im Winter mehr Brennholz verbrauchen, gut, das wäre realistisch, aber ob das wirklich so ist, eine andere Frage. Dessen wünschte ich ja, ich weiß nicht. Vielleicht behalten die auch ihre Fähigkeiten so, wie sie sind, dann brauche ich definitiv später neue Mitarbeiter. Oder die werden mit der Zeit besser, aber da weiß ich wiederum nicht, wann sie besser werden. Vielleicht passiert das ja auch nur einmal im Jahr oder so. Hier fehlt noch ein Rundholz. So, da fehlt eben noch halt noch ein Rundholz. So, überladen ist weg. Ah, ich habe die Seiten vergessen. Okay. So, dann reicht das Rundholz ja immer noch nicht. Da fehlt mich noch ein Rundholz und jede Menge Stroh. Da fehlt ebenfalls ein Rundholz. Genau wie hier. Ne, das Rundholz wird nicht reichen. Verdammt. So, weil ich habe die Seiten hier vergessen. So. Ein Rundholz habe ich nämlich nur noch. Dann fehlen mir 2 Rundholz, ne? Ja. Aber ich kann zumindest schon mal das Stroh reinstecken. So. So, dann fehlen mir jetzt wirklich nur noch 2 Rundholz und ist die Hütte fertig. Das müsste doch eine Birke regeln. Warum noch immer genau 2 Rundholz raus? So. Hey. Sehr schön. Du kommst mit. Du kommst mit. So. Damit müsste ich das Haus jetzt eigentlich fertig kriegen. War die Seite hier, die noch fehlte, ne? Ja. Hier, da das Rundholz rein. Nein! Echt jetzt? Für den letzten Schlag? Und jetzt brauche ich natürlich wieder ein Rundholz, ne? Das ist nicht dein Ernst. Echt jetzt? Ich hätte nur noch einen Schlag gebraucht. Ah, okay, okay. Und dafür habe ich jetzt natürlich ein Rundholz zu wenig, das ist klar. Gut, baue ich mir noch einen neuen Hammer. Hält echt nichts aus, dieser Hammer, ne? Mal gucken, ob ich später irgendwie einen Eisenhammer bauen kann oder so. Liegt schon wieder nicht auf.
Eins. So. Jetzt aber. Ist ja schlimm. So. Haus ist fertig, ne? Oder was? Nee, da fehlt noch was. Also doch drin noch was. Jo. Drei Rundholz noch. Und die habe ich noch. Sehr schön. Nee, ein bisschen größer, ne? Ich glaube, eins davon ist fürs Kind, wie immer. Oder für zwei Kinder, ich weiß es nicht. Zumindest in den anderen sind nur drei Betten, hier sind vier Betten. Kann man das nachgucken im Management? Häuser, einfaches kleines Haus. Eins von drei, eins von drei. Einfaches Haus, 0 von 4. Ja, okay, das würde gehen. Das eins von drei ist meins, da wohne ja ich drin. Hier wohnen meine vier Mitarbeiter drin. Der dritte ist ja immer fürs Kind. Da müsste hier ja einer mehr reinpassen, ne? Aber ganz ehrlich, wäre das nicht besser, wenn ich selber im Kleinhaus bleibe und später das Große für Mitarbeiter nutze? Wäre, glaube ich, besser, ne? Ich alleine brauche nicht so viel Platz. Wäre, glaube ich, wirklich besser. Und hier habe ich den Grabungsschuppen freigeschaltet, ne? Holzzaun. Ah, sieh mal an. Einfaches Haus, Lattenzaun, Ressourcenlager, Schaufel. Schaufel kann ich mir sogar schon bauen. Fischerhütte kann ich auch bauen. Vogelfalle könnte ich mir auch schon bauen. Ich glaube, die schleppt Federn oder sowas an, ne? Eine Falle für Vögel. Sie liefert eine kleine Menge Fleisch und Federn. Sie kann bis zu drei... Ah, Fleisch also auch. Wäre vielleicht auch mal eine gute Idee. Ich glaube, das hattet ihr auch schon geschrieben. Gut, ich werde das für Mitarbeiter benutzen. Ich werde in meinem kleinen Haus bleiben. Dann will ich noch mal kurz gucken, wie viel meine gute Alruna hier jetzt gemacht hat. Immer noch drei. Ich glaube, sie hat nur das Fleisch verarbeitet, was ich hier reingelegt habe. Kann das sein? Oh, das ist schon wieder buggy. Ich weiß es nicht. Weil sonst müsste das doch mal mehr werden. Probier es einfach mal kurz aus. Ich gehe mal zum Lebensmittellager und packe hier mal einen Haufen Fleisch rein. Ich habe ja gehofft, die holen sich das selbst aus dem Lebensmittellager, aber offensichtlich ist mein Haus nicht, ne? Da ist es. Scheint alles noch nicht so ganz rund zu laufen. Einfach nur mal zum Testen. Ich packe hier einfach mal 20 Fleisch da rein. Da fällt mir ein, ich habe im Ressourcenlager noch meine Süppchen. Die ich gar nicht mehr brauche, weil der Winter so gut wie vorbei ist, dann sind wir eh voll. So, meine Gute, ich pack dir mal kurz hier Fleisch rein. Vielleicht braucht sie das ja wirklich hier. So. Arbeitet sie jetzt? Management? Taverne? Da? Ah, so wie es aussieht, ja, aber halt sehr langsam, 0,5 die Stunde. Aber ich hatte jetzt auch nur Fleisch eingestellt, ne? Das war jetzt auch nur zum Testen, man kann ja später auch noch andere Sachen einstellen. Ich wollte ja halt nur wissen, ob sie das hier haben müssen, na, bis jetzt hat sie nichts verarbeitet, oder ob sie sich das aus dem Lager holen. Weil irgendwie hat sie komischerweise nur die drei Fleisch und mehr macht sie nicht. Ich weiß es nicht. Scheint alles noch so ein bisschen buggy zu sein, oder ich habe es noch nicht so ganz begriffen, wie das System funktioniert. Das wäre natürlich auch möglich. Einmal kurz ins Ressourcenlager. So. Habe ich noch irgendwas einstecken? Zum Beispiel die Federn? Können hier mit rein? Zack. Brennholz noch zwei, das muss ich dringend machen. Stöcker sind jede Menge. Federn auch schon 202. Die Stöcker können da mit rein. Zack. Das Stroh kann wieder rein. Zack. So, dann nehme ich mal kurz die 11 Rundholz da raus. Zumindest arbeitet mein Holzfäller. Mach da schnell ein bisschen Brennholz draus. Hey, das wird jetzt aber allerhöchste Eisenbahn. Hoffentlich verbessern sich die. Aber da wir jetzt bald im Frühling sind, muss ich mal drauf gucken. Vielleicht ist es ja immer zum Jahreswechsel oder so. Ich weiß es nicht. Der Tag ist jetzt eh so gut wie rum.
Zumindest sollten wir definitiv jetzt im Frühling ohne größere Probleme unsere Steuern zahlen können, auch wenn es wahrscheinlich 500, 600 Münzen werden, die wir zahlen müssen. Sollte das machbar sein? Wir haben ja fast 900. Oder über 900, glaube ich schon. So, Brennholz gleich da wieder rein. 44 Stück. Oh, aber Brennholz war weg. So. Werdet mir hier ja jetzt nicht unglücklich, nur weil ihr mal für eine Sekunde kein Brennholz hattet. Nö, geht noch. Werden wir sehen, ob sie besser werden, ne? Gut. Ja, ich lasse das erstmal im Ressourcenlager. Meine Süppchen, die verkaufe ich denn am nächsten Tag. So, ich habe jetzt beim Aufnehmen total die Zeit vergessen, aber schlafen kann ich noch nicht. Nein, das dauert noch eine Minute, aber der Tag ist fast rum. Jo, ist das schon 17:44 Uhr. Gut, das wird auch wärmer. Wir kommen Richtung Frühling. Sehr schön. Dann machen wir für heute erstmal Schluss. Dann ist der Frühling, dann können wir unsere Felder ernten. Wir können endlich einen Flachs anpflanzen. Wir kommen mit Alvin weiter, weil dann wenn wir... Na gut, mit Alvin noch nicht, dann können wir erst im Sommer machen. Aber zumindest kommen wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Wir versuchen, neue Mitarbeiter zu kriegen, die Alruna weiter zu überzeugen. Da haben wir noch sehr viel zu tun. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.